Hallo und willkommen beim NV Wealth Circle. Mein Name ist Christoph und wir schauen uns heute das Thema Strategieentwicklung im Retail-Segment anhand eines reellen Beispiels konkret an. Diese Möglichkeit hat jeder von uns. Daher würde ich sagen, lasst uns schnell in das Thema einsteigen, damit wir auch schnellzügig Mehrwerte und Ergebnisse produzieren. Das Thema ist klar, um was es geht. Aus dem Grund springen wir direkt mal in den Prozess rein, welcher mit der Strategieentwicklung grundsätzlich einhergeht. Wir haben die Idee in Form einer Konzeption. Wir haben die letztendliche Entwicklung auf technischer Ebene bzw. auf Programmiersprachenebene. Danach geht diese Lösung entsprechend in einen Backtest oder dann parallel in einen Forward-Test. Das kann auf Demo passieren, das kann mit kleinen Kunden passieren und danach werden gemachte Erfahrungen im Invent-Thema wieder modernisiert. Also Reinventing, das heißt, man erfindet sich nicht ganz zu 100% neu, aber man lässt zumindest die gemachten Erfahrungen positiver Seite her in eine neue Konzeption einfließen, auf Basis der Erstentwicklung. Was können Gründe sein, die einen entsprechenden ausschlaggebenden Punkt generieren, der in der Konzeptionsphase relevant sein könnte? Wir betrachten in dieser Folie jetzt die ersten drei Punkte an der linken Seite, und zwar, welche Situation erlaubt den Handel? Ist es beispielsweise eine Saisonalität oder ein Liquiditätseffekt? Gibt es Instrumente, die mir dazu den optimalsten Nutzen in Form der Abbildung ermöglichen? Und welches Derivat vor allem passt zu meinem Erfahrungsgrad und zur Risikobereitschaft? Grundsätzlich sollte man immer verstehen, was man kauft oder verkauft, unabhängig von der Situation. Das Ganze haben wir jetzt mal runtergebrochen. Auf der rechten Seite, welches Derivat passt zu meinem Erfahrungsgrad und Risikobereitschaft? Hier steht an allererster Stelle das komplexeste Instrument und danach absteigend die weniger die komplexeren Instrumente anhand des Erfahrungsgrades respektive des notwendigen Knowledges, was man braucht, um dieses Derivat, um dieses Instrument zu handhaben. In der Mitte, welches Instrument erlaubt mir die optimalste Abbildung gegenüber dem Nutzen, und ganz links die entsprechende Situation. Um jetzt auf die einzelnen Situationen mal einzugehen, sind einfache Themen wie eine klassische Trendfolge über Moving Averages relevant, die man abbilden könnte. Es sind Daytrading-Ansätze wie News Volume, Technical Analysis, Price Action Trading. Als nächstes werden Saisonalitätseffekte wie die Wedding Season, die Harvest Season, aber auch Jahresend-Rallies ab Oktober sind relevant. Oder Liquiditätseffekte wie Risk of Month, End of Month, Entschuldigung, Mergers and Acquisition, Hedges oder Risk Avoidance Trades, die eine Marktneutralität versuchen herzustellen. So gibt es auch beispielsweise bei Optionen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eine Art Zero-Cost-Collars. Man kann sich damit auseinandersetzen, bedarf aber ein kleines Stück mehr Know-how, bevor man sich damit auseinandersetzen sollte. Die Idee, welche ich mir jetzt konkret einfallen lassen habe, um auch diesen Zweck hier ein Stück darzustellen, letztendlich hätte ich gerne zwei EMAs, also Exponential Moving Averages, die natürlich konfigurierbar sind. Das heißt, ich würde auch gerne aus den EMAs SMAs machen können, sollen von der Idee her als Retracement in einem Trend, als Retracement oder Breakout-Bereich dienen. Das heißt, der Kurs soll entsprechend in die Trendrichtung laufen, soll eine entsprechende Korrektur einnehmen. Diese Korrektur soll durch diese EMAs durchlaufen und nachdem eine Trendfortsetzung gegeben ist, entsprechend wieder nach Ausbruch über diese beiden EMAs, ebenfalls den Long-Einstieg bzw. den Short-Einstieg in entsprechend gegengesetzte Richtung bei einem abwärtsgerichteten Trend einnehmen.
Ich hätte gerne als Validierung dazu noch drei frei konfigurierbare Zeiteinheiten. Das bedeutet, ich hätte gerne die Möglichkeit, drei Zeiteinheiten zu bündeln und diese als Filterelement mit einzubeziehen. Das kann ich konfigurieren: M1, M5, M15 oder M15, H1, H4 bis hoch zu Weekly, so wie es mein Bedarf entsprechend hergibt. Grundsätzlich soll dieses Thema für Aktien sein. Ich würde gerne Aktien bzw. CFDs damit handeln oder Indizes. Funktioniert aber letztendlich auch nach entsprechenden oder während entsprechenden Backtest-Ergebnissen hier rechts von mir laufen, ganz gut bei sehr trendstarken Forex-Paaren. Als Filter würde ich gerne diese entsprechend drei konfigurierbare Zeiteinheiten nehmen, welche identische Kriterien erfüllen müssen, damit ein Trade zustande kommt. Das Elder-Impuls-System zeigt uns entsprechende Farben in einem Trend an, das heißt, ist der Trend aufsteigend. Wenn das Elder-Impuls-System grün ist, sind quasi nur Käufer erlaubt, ist es blau, ist blau, eine Seitwärtsphase ist nichts erlaubt. Und dann gibt es noch die Farbe Rot, welche zwar gegeben ist, aber jetzt nicht für dieses Beispiel relevant. Man könnte sagen, es ist eine Long-Only-Strategie. Man kann sie auch für Short etablieren, aber in dem Fall soll bitte das Impulssystem grün sein, wenn ein Trade eingegangen werden soll in diesem Beispiel, in diesem Long-Beispiel. Gleichzeitig soll das Momentum steigend sein und das über alle Zeiteinheiten hinweg. Wie würde ich gerne den Markt betreten? Ich würde gerne mit einem Market Order den Einstieg suchen und hätte gerne daraufhin die Möglichkeit, einen fixen Stop-Loss, Take-Profit zu setzen oder über einen ATR-based Stop-Loss zu arbeiten. Das bedeutet, die Average True Range ist im Standard ein Durchschnitt der jeweiligen Zeiteinheit bzw. eines Bewegungsrahmens der jeweiligen Zeiteinheit. Und diesen würde ich gerne als festen Stopp nutzen können und gleichzeitig multiplizierbar für den Take-Profit konfigurieren können. Das bedeutet, um ein etwas größeres Verhältnis wie nur 1 zu 1 zu erreichen, multipliziere ich den gegebenen Stopp beispielsweise mit 1,3 oder 1,4 und somit habe ich zumindest diese 0,4 ATR mehr in Sachen Take Profit als Risiko gegenüber dem Risiko. Eine ganz kurze Übersicht der Moving Average Roadmap kann beispielsweise sein, die 5er, die 10er, 20, 50, geläufiger sind 50, 200. Ich benutze die 200 und die 250er SMA. Hier sind es so, dass auch eine 1000er SMA noch möglich wäre. Die beschreibt so eher ein paar, ja, wie nenne ich es am besten, Extremsituationen. Das heißt, wenn der Markt in Extremsituationen geht, dann wäre die 1000er eine ganz interessante Moving Average. Wie sieht es denn dann live aus? Und zwar habe ich mir einen Indikator gebaut erstmal auf der jeweiligen Ebene mit Unterstützung von Entwicklern. Da ist es so, dass ich hier als Beispiel eine Periode 50 gewählt habe, zweimal EMAs, eine Periode 60. Und sobald der Kurs diese entsprechend tangiert und darüber wieder ausbricht, Long und Short, besteht die Möglichkeit des Einstiegs. Diese Einstiege, Long wie Short, werden durch die entsprechenden Arrows, also die Pfeile, blau sowie rot dargestellt. Nun ist es so, dass ich diesen Indikator zum einen unabhängig nutzen kann von dem ja, letztendlichen Handelssystem, dem Expert Advisor, der da dann heraus entstanden ist. Das bedeutet, ich kann zum einen sehr mit den Gegebenheiten spielen und kann sagen, okay, ich mache eine Signalsetzung über diesen Indikator oder weitere Möglichkeiten. Das heißt, diesen Indikator stelle ich zum einen zur Verfügung, der ist dann letztendlich über meine Homepage, über meinen Discord-Channel oder auch über den Link in den Kommentaren ja, möglich zu beziehen. Des Weiteren wird der Expert Advisor mit allem inklusive Quellcode ebenfalls zu beziehen sein. Das bedeutet, der komplette fertige EA plus Indikator werden in den Kommentaren entsprechend beziehbar sein. Hintergrund ist einfach, ich möchte euch dazu anregen, eigene Strategien zu entwickeln, die auf Saisonalitätseffekten, auf Liquiditätseffekten oder Trendeffekten basierend
realisiert werden können. Das ist kein Wunderwerk, das ist kein Hexenwerk. Man muss sich einfach nur ein bisschen Gedanken damit auseinandersetzen und dann natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mit den Entwicklern zusammenarbeiten, brainstormen, wie setzt man das Ganze um. Und hier ist es nun so, dass ich diesen Indikator umgesetzt habe, der nennt sich EMA Reversal in meinem Sprech. Wie ihr seht, sind ganz gute Einstiege dabei. Man sollte sie noch ein bisschen verfeinern, aber da kann wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die technische Analyse unterstützen. Man kann man als sehr gutes Hilfsmittel nutzen. Das Ganze gilt das jetzt auch für M15. Ja, vorher hatten wir einen H1-Chart, jetzt sind wir bei M15 angekommen. Dort sind die Signale dann entsprechend häufiger. Man kann die Perioden anpassen, dass Supportzonen besser erkannt werden. Das heißt, da ist, ich sag mal, Optimierungspotenzial enthalten. Und das kann jeder selbst dann für sich bestimmen, wie er es denn gerne hätte, wie er es denn gerne machen würde. Für Aktien funktioniert dieses System auch ganz gut. Von daher kann ich für Aktien, CFDs und Indizes sehr gut, wie hier jetzt den DAX, empfehlen. Jetzt habe ich sehr viel über die Idee gesprochen, über die Realisierungsphase bis hin zur Lösung. Jetzt habe ich natürlich den fünften Punkt in dem Zyklus immer noch vor Augen. Das bedeutet, wie optimiere ich? Was gibt es für Reinventing-Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten habe ich aus meinem Indikator und aus diesem EA noch mehr Nutzen, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Probability und Ergebnis zu ziehen? Da es so ist, dass die Broker meist unbeschränkt Instrumente mittlerweile ja anbieten können und ich kein Fan von Kryptos bin, suche ich mir liquide Produkte wie beispielsweise Indizes oder Forex bis hin zu Aktien-CFDs, in denen einfach Liquidität da ist, die viel, ich sag mal, Momentum haben und auch gleichzeitig eine mäßige bis mittelmäßige Volatilität aufweisen. Ich brauche keine hochvolatilen Instrumente nehmen, weil sobald ich in eine Seitwärtsrange reinlaufe, könnte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle kritisch werden oder ich muss grundsätzlich einfach mit der Idee so ein bisschen anders da arbeiten. Aus dem Grund der Indikator, den ich auch so nochmal nutzen kann. Und das macht halt verdammt viel Spaß, da sich entsprechend mit weiterzuentwickeln und diese Ideen vor allem weiterzuentwickeln. Das heißt, die Idee haben wir, den Filter haben wir, den Entry und Exit ist klar. Wie das Risk Management passiert auch. Somit wären wir jetzt in der Optimierung. Ich habe mir auch konkrete Gedanken darüber gemacht, wie eben die Qualität der Signale, prozentuale Trefferquote oder eben dann ein fixes SLTP-Setup Optimierungsbedarfe bzw. Optimierungsmöglichkeiten bieten. Und gleichzeitig gibt es noch weitere Punkte, die ich jetzt gelistet habe. Also von oben an Back- und Forward-Tests mit einem fixen SL und TP. Aktuell nutze ich in erster Linie die ATR. Pro Instrument und die jeweilige Zeiteinheit, das ist mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, da ich, wie eingangs besprochen, jedes Signal, insgesamt 5 Stück, mit unterschiedlichen Zeiteinheiten im Sinne der Filterung versehen kann. Danach Verfeinerung der Signale durch Anpassung der Filtereinheiten und Zeiteinheiten im Sinne von ATR-Multiplikator. Das heißt, ich versuche, die Trefferquote so gut möglichst auszureizen mit dem Multiplikator der ATR, dass ich hier auf diese jeweilige Zeiteinheit nochmal ein Quäntchen mehr Erfolg, Qualität heben kann. Gleichzeitig war meine Idee schon zu sagen, okay, wir lassen den Momentumfilter mal weg und wir nehmen Volume-Kriterien wie beispielsweise den Akkumulations- und Distributionsindikator hinzu. Wäre vielleicht ebenfalls eine Idee oder der Volume-Zone-Indikator oder Oszillator ist es, glaube ich. Wenn das jemandem von euch etwas sagt. Das auch hier könnte man definitiv noch optimieren. Den Quellcode könnt ihr ebenfalls gemeinsam da unten quasi dann in den Kommentaren beziehen und entsprechend nach euren Bedarfen anpassen. Die Implementierung von automatischem Trading Stop ist aktuell noch nicht drinne. Ich habe sie auch noch nicht angetriggert, wird aber entsprechend bei stark volatilen Instrumenten, gerade im News-Bereich, wenn ich noch kein News-Filtering manuell habe, oder automatisiertes Newsfiltering habe und noch manuell tun muss, immer so ein bisschen mit einem Nebengeschmäckle versehen, bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ich sehr schnell potenziell nach einem Einstieg ausgestoppt werden könnte, wenn ich in eine Seitwärtsrange laufe, das erste Signal bekomme, das zweite Signal bekomme und der Kurs beispielsweise erst nach dem dritten Signal anläuft. Demnach besteht definitiv die Möglichkeit,
zweimal ausgestoppt zu werden, sobald der Trailing Stop einen kurzen Profit erreicht hat. Entweder sind kleine Mini-Trades, natürlich. Auch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es verhungert nicht. Und gleichzeitig wäre die Möglichkeit dann aber auch problematisch, wenn ich Gewinne begrenze. Das heißt, bedeutet, ich aktiviere den Trailing Stop. Wenn ich 10 Pips im Profit bin, dann setze ich ihn auf zumindest 2 und ziehe ihn alle 10 Pips um 3, 4, 5 Pips nach oder steigere die Pip-Zahlen von initial 2, dann 3, dann 4, dann 5 und komme so immer näher an letztendlich das Ziel ran. Da gibt es viele Möglichkeiten und diese werde ich jetzt über die Weihnachtsfeiertage und mit dem Start ins nächste Jahr auch entsprechend angehen und dort auch gerne nochmal meine Erfahrungen teilen. Vorher soll es das Video für Anfang Dezember gewesen sein. Mitte Dezember plane ich nochmal ein weiteres. Diesbezüglich werde auch, wie gesagt, meinen Discord unten verlinken. Das heißt, wer unterhalb oder außerhalb von diesen Videos gerne in die Community eintreten möchte und sich daran partizipieren möchte, ein bunter Haufen von Händlern und Investoren kostenlos in den Discord unterwegs. Wir freuen uns über Gleichgesinnte, die einen Austausch mitbringen, die Interesse mitbringen. Und ja, wir versuchen regelmäßig, uns auch hier thematisch auszutauschen. Daher grundsätzlich danke, dass du diese Zeit nun diesem Video gewidmet hast. Und wenn dir dieses Video natürlich einen Mehrwert gegeben hat oder zumindest einen Gedankenimpuls, dann würde ich mich für ein Like entsprechend, also einen Daumen hoch, sehr freuen. Und für den Fall, dass du eben das Video kurz vor Weihnachten bzw. Mitte Dezember nicht verpassen möchtest, kannst auch gerne ein Abo dalassen. Es kostet ja nichts. Wirst entsprechend informiert, wenn das nächste Video dann verfügbar ist. Ansonsten weiterhin viel Erfolg an der Börse, beim Trading oder beim Investieren. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Danke, Christoph. Ciao.